Lineare Abbildungen werden uns eigentlich die ganze Zeit in der linearen Algebra verfolgen. Das ist so der Kernpunkt der ganzen linearen Algebra. Und das kommt auch wieder erstmal irgendwie aus der Geometrie. Und zwar die Vorstellung ist, dass man sich überhaupt anschaut, was denn eine Funktion geometrisch gesehen ist. Und dann versucht man rauszuarbeiten, was im gewissen Sinne geometrisch die interessanten Funktionen sind. Wie üblich würde ich sagen, Beispiele größtenteils in der Ebene, weil man da am besten zeichnen kann. Aber das können Sie auch wieder alles auch im Raum machen. Also wenn ich irgendeine Abbildung habe, Abbildung hatten wir gesagt, ist nur ein anderes Wort für Funktion, dann sieht das ja so aus, in der Ebene jetzt, nicht das, was wir schon kennen. Ich habe eine Abbildung von r² nach r². Das heißt, ich setze hier irgendeinen Vektor ein und der wird auf irgendwas abgebildet, was man dann normalerweise ja das Bild von diesem Vektor nennt. Und das kann ich mir ja auch alles irgendwie geometrisch vorstellen. Ich werde Ihnen da auch gleich nochmal Bilder dazu zeigen. Ich habe hier irgendeinen Punkt, V, und durch meine Abbildung wird der irgendwohin abgebildet. Das heißt, er landet irgendwo anders in der Ebene, zum Beispiel hier. Und ich habe irgendeinen anderen Punkt, sagen wir mal W, und der wird durch diese Abbildung auch irgendwo anders hin abgebildet, zum Beispiel hier hin. Und wie gesagt, da gibt es natürlich alle möglichen Dinge, die man sich überlegen kann. Und wir gucken uns jetzt mal so ein paar Beispiele an, um rauszuarbeiten, was denn da überhaupt alles so vorkommen kann und was davon vielleicht interessant ist. Ich sollte aber vorher vielleicht nochmal sagen, was wir ja, wenn wir jetzt gerade die Ebene betrachten, wir uns vielleicht von Anfang an vorstellen sollten. Dieser Vektor V hier, der besteht ja aus zwei Komponenten. Also hier links würde ich sowas einsetzen wie, sagen wir mal, xy. Und da soll ja auch wieder ein Vektor rauskommen, der hat auch wieder zwei Komponenten. Das heißt, was immer ich mir hier für abstruse Funktionen ausdenke, hier wird irgendein Ausdruck stehen, in dem irgendwie x und y vorkommen wahrscheinlich. Und hier unten wird auch irgendwas stehen, in dem in irgendeiner Form x und y vorkommen. Das ist ganz allgemein erstmal irgendeine Funktion von der Ebene auf sich selbst, die jeden Punkt irgendwie auf einen anderen Punkt transportiert. So, ich fange jetzt mal an mit ganz vielen Beispielen. Wir fangen eigentlich immer an mit den einfachsten Beispielen, die man sich so vorstellen kann. Die Identität von r². Das ist die Abbildung, die jeden Vektor ganz einfach auf sich selbst abbildet. Das ist die langweiligste, die man sich vorstellen kann, aber zumindest sollten wir sie mal erwähnt haben. Es passiert gar nichts. Die Ebene bleibt genau so, wie sie war. Nochmal zur Erinnerung, Identität, erstes Semester. Dann können wir uns vorstellen, konstante Abbildungen. Auch ziemlich langweilig. Das wäre sowas wie, der Vektor V wird abgebildet immer auf den Punkt zum Beispiel 2, 1. Wenn ich jetzt also so eine bildliche Vorstellung habe, dann würde das bedeuten, der Vektor V wird abgebildet auf den Punkt 2, 1. Also hier, dieser Punkt ist f von v, der Vektor w wird auch auf diesen Punkt abgebildet, also das Ding ist auch f von w und überhaupt wird jeder Punkt auf diesen Punkt abgebildet. Das würde also bedeuten, das ist eine, wenn ich mir das jetzt geometrisch vorstelle, eine Abbildung, die die ganze Ebene auf einen Punkt zusammenschnurrt. Da bleibt nichts mehr übrig. Alles, was ich vorher an Figuren hatte, Quadrate, Kreise und so weiter, schrumpft zusammen auf einen Punkt. So, jetzt nehmen wir mal etwas interessantere Abbildungen. Ich schreibe sie erstmal hin und vielleicht überlegen Sie erstmal selbst kurz, wie man sich sowas vorstellen könnte. Ich bilde den Vektor xy ab auf den Vektor x0. Also nicht konstant immer auf denselben Punkt, aber so, dass ich die y-Koordinate gar nicht ändere und dass ich die x-Koordinate gar nicht ändere und die y-Koordinate 0 wird. Wie muss ich mir sowas denn vorstellen? Was passiert denn da? Es wird alles auf die x-Achse abgebildet. Also wenn ich so einen Punkt habe wie den hier, das ist der Punkt xy, dann wird der hier landen, ne?
Und wenn ich so einen Punkt habe, wie zum Beispiel den hier, dann wird der hier landen. Da gibt es sogar einen Fachbegriff für, müssten Sie auch schon mal gehört haben. Die nächste interessantere Abbildung, die man sich vorstellen kann, sieht so aus. Ich nehme den Punkt XY und bilde den ab auf den Punkt XY plus, sagen wir mal, 2, 1. Also das hätte ich jetzt auch so schreiben können, das ist der Punkt X plus 2, Y plus 1. Was ist das? Was passiert da geometrisch betrachtet? Ja? Genau. Alle Punkte werden um das gleiche Stück verschoben. In diesem Fall werden sie alle zwei nach rechts und einen nach oben verschoben. Das würde also so aussehen. Dass ich hier so einen Punkt habe und wenn ich jetzt konkret das Beispiel nehme, der wird ein bisschen nach rechts und ein bisschen nach oben verschoben, also landet der hier. Und wenn ich einen anderen Punkt habe, der hier liegt, dann wird der auch entsprechend verschoben, also landet der hier und so weiter. Die Verschiebung ist in jedem Fall immer gleich. Das ganze Ding, die ganze Ebene wird quasi, ist so, als wenn Sie so einen Teppich so ein bisschen verschieben, damit er ordentlich liegt. Die ganze Ebene wird so ein Stück verschoben. Und das nennt man auch Verschiebung oder es gibt ein Fremdwort dafür, das heißt Translation. Also man spricht von einer Translation um einen bestimmten Vektor. Und wenn ich jetzt als Translationsvektor, also als Verschiebevektor, den Nullvektor nehme, dann habe ich genau meine Identität. Also die Identität heißt mit anderen Worten Verschiebung um Null. Also gar nicht. So, jetzt vielleicht nochmal ein bisschen was. Etwas, wo noch ein bisschen mehr passiert. Was Sie vielleicht schon mal gehört haben, ist eine Scherung. Eine Scherung ist vielleicht am anschaulichsten so zu verstehen, dass Sie aus einem Rechteck ein Parallelogramm machen, sodass zwei gegenüberliegende Seiten ihren Abstand nicht ändern. Also was man möchte, ist eine Abbildung, die so aussieht. Wenn das eine Translation wäre, dann würde dieser Punkt auch einfach nach rechts verschoben werden. Dann hätte ich eine Translation, wo alles einfach ein bisschen nach rechts verschoben wird. Die Idee von der Scherung ist, dass der Punkt hier oben weiter nach rechts verschoben wird. Also die Scherung funktioniert so, dass die Verschiebung nach rechts davon abhängt, wie weit ich von der X-Achse weg bin. Je weiter ich von der X-Achse weg bin, desto weiter wird verschoben. Und dann das Ganze auch noch mit einem Vorzeichen behaftet, sodass Punkte, die hier unten liegen, der hier zum Beispiel, stattdessen nach links verschoben werden. Und wenn sie weiter unten liegen, werden sie weiter nach links verschoben. Das kann man sich auch hinschreiben. Das sieht folgendermaßen aus und vielleicht probieren wir das dann wirklich mal mit Zahlenwerten aus. XY wird abgebildet auf, Sie sehen ja bei diesen Punkten, die werden ja nur auf parallel zur X-Achse verschoben, also ist schon mal klar, dass sich die Y-Koordinate gar nicht ändert, die bleibt gleich. Und jetzt müssen wir uns überlegen, wie sich die x-Koordinate ändern soll. Ich hatte ja gesagt, man stellt sich vor, dass das eine Verschiebung ist. Wenn es eine Verschiebung ist, muss hier also stehen x plus irgendwas. Und die Verschiebung soll proportional zum Abstand sein. Und der Abstand ist y. Also muss hier stehen irgendeine feste Zahl mal y. Das ist eine Scherung. Und dieses hier ist eine konstante Zahl. Und wir rechnen jetzt mal für ein festes R ein paar Beispiele aus, um zu sehen, was das dann bedeutet. Also nehmen wir mal R gleich 3, dann hätten wir die Abbildung, die XY abbildet auf x plus 3y, y. Und jetzt gucken wir mal für ein paar Punkte, wo die landen würden. Nehmen wir mal 1, 1, dann nehmen wir noch einen, der vielleicht daneben liegt, sagen wir mal 2, 1. Und dann nehmen wir einen, der ein bisschen höher liegt, 1, 2. Mal gucken. Erstmal ausrechnen, wo die jeweils hingehen. Hier steht also 1 plus 3 mal 1, 4. Und unten ändert sich nichts. Hier steht 2 plus 3 mal 1,
also 5 und unten ändert sich nichts. In beiden Fällen wurde 3 mal 1 dazu addiert, weil in beiden Fällen es ja nur auf den Abstand, also auf diese 1 hier unten ankommt. Hier steht unten eine 2, also kommt hier 1 plus 3 mal 2, das ist 7. Hier kommt 7 raus und hier unten bleibt die 2 stehen. So, vielleicht zeichnen wir die erstmal ein. Der erste Punkt war 1, 1, der zweite Punkt war 2, 1 und der dritte Punkt war 1, 2. Und der Punkt 1, 1 wurde verschoben auf den Punkt 4, 1, also hierhin. Dieser Punkt hier, der Punkt 2, 1, wurde verschoben auf den Punkt 5, 1, also hierhin. Die beiden wurden also im gleichen Maßstab oder beziehungsweise mit der gleichen Translation nach rechts verschoben. Aber der Punkt hier oben, der Punkt 1, 2, der wurde verschoben auf den Punkt 7, 2, also hier hinten hin. Der wurde wesentlich weiter verschoben, weil er weiter oben liegt. Und wenn wir jetzt einen anderen Punkt nehmen würden, der noch weiter oben läge, den werde ich jetzt hier nicht mehr reinzeichnen können, aber wenn wir sowas nehmen wie zum Beispiel 1, 4, also ein Punkt, der hier liegt, dann würde der noch wesentlich weiter nach rechts verschoben werden. Müssen wir einfach ausrechnen. Hier kommt jetzt raus 1 plus 3 mal das hier unten, 1 plus 3 mal 4, also 13 und unten bleibt es wieder 4. Ja? Also das Ding hier wird verschoben, das bleibt hier oben auf der Ebene, aber das wird fast über den Bildrand hinaus weggeschoben. Je weiter oben ich bin, desto weiter werden die Dinger nach rechts verschoben. Und wenn ich als letztes nochmal einen Punkt einsetze, der unterhalb der Y-Achse liegt, nehmen wir mal, das hier wäre der Punkt minus 1, 2, minus 1, minus 2. Wenn ich den abbilde, dann habe ich hier unten ja wieder minus 2, der bleibt auf der minus 2-Ebene. Und hier oben habe ich stehen minus 1 plus 3 mal das hier. Also minus 1, minus 6, also kommt hier minus 7 raus. Das heißt, das Ding wird jetzt nach links verschoben und nicht nach rechts. Der wird dahin irgendwie geschoben. Ja? Die Länge des Verschiebevektors ist die gleiche wie hier oben, weil die beide den gleichen Abstand von der x-Achse haben. Aber die Richtung ist eine andere. Die Punkte oben werden nach rechts verschoben, die Punkte unten werden nach links verschoben. Und diese Richtung können Sie jetzt auch ändern, wenn Sie zum Beispiel aus der 3 hier eine minus 3 machen, dann werden die Punkte oben nach links verschoben und die unten nach rechts verschoben. Das ist das, was man eine Scherung nennt. Also die ganze Ebene wird quasi so gekippt und verzerrt. So kann man sich das vielleicht vorstellen. Ja, und dann gibt es noch Abbildungen, die insbesondere für die Computergrafik sehr wichtig sind. Diese Translation, die wir eben gesehen haben, ist auch schon sehr wichtig für die Computergrafik. Aber eine Sache, die man eigentlich ständig braucht, sind Drehungen. Genau, Rotation sagt man dazu auch. Und wir fangen mal damit an, um den Nullpunkt zu drehen. Wir werden später sehen, dass das Drehen um andere Punkte, dass wir das auch hinbekommen, aber dass das schon schwieriger ist. Es ist einfacher, sich erstmal vorzustellen, was bedeutet es denn, um den Nullpunkt zu drehen. Also ich schreibe mal in Klammern um den Nullpunkt. Also erstmal geometrisch, was heißt es, um einen Punkt zu drehen in der Ebene? Das heißt, ich halte diesen Punkt fest und alles andere bewegt sich. Es gibt einen Punkt, der seine Lage nicht ändert und alle anderen Punkte werden bewegt. Und wie werden die bewegt? Eine Drehung funktioniert ja so, dass ich hier meinen Punkt habe und der Punkt wird, wenn ich jetzt um den Nullpunkt drehe, ja irgendwie so gedreht. Das heißt, der landet auf einem anderen Punkt, der denselben Abstand vom Nullpunkt wie vorher hatte. Das Einzige, was sich geändert hat, ist dieser Winkel hier. Der ist um den Winkel Alpha gedreht worden. Da kommen jetzt also wieder Winkel ins Spiel. Ja? Haben wir sowas nicht schon mal gehabt? So ein Bild hier, Drehung um Winkel in der Ebene und so. Kommt Ihnen das nicht bekannt vor? Genau, das haben wir bei den komplexen Zahlen gemacht, bei der komplexen Multiplikation. Das heißt, eigentlich wissen wir schon, wie man eine Drehung hinschreibt. Wenn wir uns das hier, also in der Ebene zumindest. Wir müssen uns einfach einen Vektor nehmen, den wir uns als komplexe Zahl vorstellen und der für uns die Drehung macht. Das Einzige, worauf wir achten müssen, ist, dass wir einen Vektor nehmen,
der die Länge 1 hat. Bei der komplexen Multiplikation war es immer so, die bestand aus zwei Teilen. Einmal eine Drehung um einen bestimmten Winkel und zweitens eine Streckung um die Länge des Faktors. Das wollen wir jetzt aber nicht. Wir wollen ja nicht eine Drehstreckung haben, wir wollen nur eine Drehung haben. Wenn wir also nur eine Drehung haben wollen, heißt das, wir müssen uns in den komplexen Zahlen vorstellen, wir multiplizieren mit einer Zahl, die auf dem Einheitskreis liegt. Und je nachdem, wie ich die Zahl gewählt habe, kommt dann genau das raus, was ich haben will. Wir werden das später nochmal anders angehen, aber man kann sich jetzt erstmal vielleicht damit behelfen, dass man sagt, ich stelle mir vor, hier ist mein Einheitskreis. Ich lege mir hier eine komplexe Zahl hin und diese komplexe Zahl soll genau so liegen, dass sie erstens, siehe Bild, auf dem Einheitskreis liegt und zweitens soll sie den Winkel Alpha zur Achse haben. Das soll nämlich mein Drehwinkel werden. Wenn ich mit dieser komplexen Zahl hier, nennen wir sie mal Z, irgendwas multipliziere, komplex, dann erreiche ich genau das Ding, was ich multipliziere, um Alpha gedreht wird. Welche komplexe Zahl ist das hier? Das ist die Polardarstellung. Ich will jetzt lieber gar nicht fragen, sonst bin ich nachher wieder enttäuscht, dass keiner antwortet. Aber ich kann hier die Polarkoordinaten von dem Ding ausrechnen und würde jetzt als komplexe Zahl sagen, Z ist Cosinus Alpha plus I mal Sinus Alpha. Ne? Ja? Stimmt auch, ne? Und wenn ich jetzt eine andere komplexe Zahl nehme und die damit multipliziere, nenne ich mal x plus iy. Und wenn ich diese beiden Zahlen jetzt miteinander multipliziere, dann habe ich z mal w gleich das hier oben mal das hier unten. Also habe ich x mal Cosinus Alpha. Ich fasse das jetzt gleich mal ein bisschen zusammen. Vielleicht auch nicht, ich lasse es erstmal so stehen. X mal Cosinus Alpha plus Sinus Alpha mal Y mal I Quadrat, also habe ich hier, das I Quadrat ist minus 1, also habe ich hier minus Y mal Sinus Alpha. Und dann muss ich noch die gemischten Terme nehmen, dann habe ich hier plus I mal Y mal Cosinus Alpha. Und hier hinten habe ich plus I mal X mal Sinus Alpha. Das ist jetzt irgendwie gar nicht so was Dolles, das ist im Prinzip nur wieder Rechnen mit komplexen Zahlen. Was ich ja wollte, ist eigentlich eine geometrische Interpretation von der Drehung. Aber ich kann mir ja jetzt daneben schreiben, wie das Ganze jeweils als Vektor aussehen würde. Dieses Ding hier ist meine Drehung, die brauche ich nicht. Aber dieses Ding hier ist mein Vektor, den ich eigentlich drehen will. Und als Vektor wäre das xy. Der Realteil ist die x-Koordinate und der Imaginärteil ist die y-Koordinate. Und dieses Ding hier unten, was ich hier ausgerechnet habe, ist der gedrehte Vektor. Der hat auch einen Realteil und einen Imaginärteil. Das kann ich also auch hinschreiben. Der Realteil, das sind diese beiden Stellen hier vorne, ist Cosinus Alpha mal x minus Sinus Alpha mal y. Und der Imaginärteil ist das, was hier steht. Da steht Sinus Alpha mal x, ich habe jetzt nur die Reihenfolge vertauscht, plus Cosinus Alpha mal y. Und wenn Sie das so hinschreiben, dann haben Sie, der Vektor xy wird abgebildet auf diesen Vektor. Das ist die Beschreibung einer Drehung um den Winkel Alpha, die uns jetzt die komplexen Zahlen quasi einfach geschenkt haben. Wie gesagt, wir werden das später nochmal anders herleiten, aber wir haben damit automatisch beschrieben, wie eine Drehung um den Winkel Alpha aussehen muss. Hier kann ich jetzt aber jetzt irgendwelche Werte einsetzen. Also erstmal muss ich mir einen Drehwinkel aussuchen, den ich gerne hätte, zum Beispiel, sagen wir mal, 30 Grad. Dann rechne ich Cosinus und Sinus Alpha aus. Das sind dann ja feste Zahlen, die ich hier einfach eintrage. Und dann habe ich eine Abbildungsvorschrift dafür, wie xy auf einen anderen Vektor abgebildet wird. Und das muss dann jeweils genau die Drehung sein. Aber das ist was, was ich Ihnen besser gleich auf dem Computer zeige. So, und jetzt möchte ich nur noch mal, weil wir, was wir uns bisher angeschaut haben, sind im gewissen Sinne die Abbildungen, die sich nett verhalten. Ich möchte aber nur sagen, dass ich natürlich völlige Freiheit habe, auch irgendwas ganz anderes hinzuschreiben. Ich hätte ja auch zum Beispiel sowas hinschreiben können. XY wird abgebildet auf, sagen wir mal, so. Das sollte auch keine Abbildung sein, auf die ich jetzt näher eingehen wollte. Ich wollte nur sagen, man kann sich hier, was auch immer, alle möglichen wilden Dinge vorstellen. Höhere Potenzen, Logarithmus, das sind auch alles Abbildungen
von R² auf R². Nur sind das alles Abbildungen, die wir nicht betrachten werden, erstmal, weil wir jetzt, das hatte ich ja schon gesagt, rausarbeiten wollen, was im gewissen Sinne die geometrisch interessanten oder sich vernünftig verhaltenden Abbildungen sind. Und die Beispiele, die ich Ihnen zuerst gebracht habe, fallen eher in diese Kategorie.